Wir müssen eine Brücke bilden. Ja, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage natürlich, wie machen wir das? Scheiße, das geht nicht. Entschuldigung fürs Fluchen. Aber so sollte das doch gehen eigentlich. Aha. Yes. Sieht gut aus. Interessant. Wo startet man denn hier? Hier oben wahrscheinlich. Ja. So, so. Zack, zack. Wir kommen wieder gut voran. Und da war, glaube ich, eine andere Tür, die jetzt gerade aufgesprungen ist. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo. Da oben. Ich glaube, da oben, wo das orange Kabel logischerweise hingeht. Und das habe ich fast übersehen hier. Okay. Schwarz und weiß müssen getrennt werden. Alles klar. Diesmal auch mit Symmetrie wieder. Schwarz und weiß trennen. Okay, das dürfte schon ein bisschen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht noch weniger. Doch, das geht. Nein, geht nicht. Ach. Menno. Es geht ja, der mittlere da, der ist ein bisschen problematisch. Das ist toll, das bringt mir auch nicht viel. Na gut. Ah. Das ist wirklich ein Riesenproblem gerade. Alter, das funktioniert ja auch nicht. Wie trenne ich den mittleren Weißen von den Schwarzen ab? Ich muss theoretisch eigentlich hier nach unten ziehen, dann so geht's doch. Yes, sehr gut. Oh, da unten. Oh, das ist jetzt aber nicht nett. Oh, das ist jetzt aber gar nicht gut. Also das geht gar nicht. Ich höre wieder Schritte, ist das normal? Nein, der Schwarze da, Alter! Mach keinen Scheiß! Das ist gerade oberst mühsam. Ich starte mal von hier. Ist gerade so etwas von mühsam.
Ich bin hier wieder am rumprobieren. Scheiße. So wird es funktionieren, aber ich komme da nicht an den daran. Moment. Nein, ah! Es wäre alles perfekt getrennt, nur an den da komme ich nicht dran, an den Kristall. Ah! Yes! Yes, yes, yes! Und willst mich verarschen, den schaffe ich einfach so. Am ersten Mal. Aber gut. So. Das geht ja schon ganz gut voran hier mit den Türen. Sehr, sehr gut. Und das sieht wieder, da innen sieht es wieder nach Epilepsie aus. Das ist doch schön. Ah ja, genau. Ah ja, genau. Ich glaube, hier waren wir doch mal. Das da drüben können wir so nicht lösen. Da brauchen wir eine farbige Scheibe. Aber das hier. Das hier kann man lösen. Theoretisch. Jetzt muss ich die Dreiecke da oben irgendwie sinnvoll zusammensetzen. Wie viele Blöcke gibt das dann? 6-6 so und 6-6 so. Geht das auf? Nee, nicht wirklich, oder? Aber ich glaube, die Idee ist nicht so schlecht. 6-6, 6-6. Da muss da noch irgendeiner Platz haben. Könnten wir da ein Stück rausschneiden? Ich überlege wieder. Sechseck, was rede ich von Sechseck? Nicht meine Sechser Blöcke. Ah, das geht ja nicht. Nein, das geht noch viel weniger. Ach, scheiße. Verzweifelt. Och je. Also weißt du, hier kannst du theoretisch einen Sechserblock machen, aus zwei von denen, dann hier noch einer und dann musst du irgendwo noch so ein Ding dran machen. Es funktioniert einfach nicht. Toll.
funktioniert ja auch nicht wegen dem Volltrottel da unten. Bah! Dann schneide ich hier noch ein Stück weg. Dann müsste ich... Mann, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Halt Schnauze mit dem Geräusch, Mann. Boah. Wie muss ich die zusammenklatschen? Ist wieder ein schweres Rätsel, aber wir sind kurz vor Schluss, Leute. Kurz vor Schluss. Muss ich das jetzt wirklich ehrlich auch nachschauen? Will ich nicht. So macht sie keinen Sinn. Nein, auch nicht. Moment. Ah, ich muss hier absperren und... Mann! Ist doch scheiße alles. So, weißt du, die Sonnen stimmen zwar nicht, aber das andere dafür. Map, Map. Soll ich's nachschauen? Sonst sind wir hier wieder, ich kann schon wieder nicht mehr reden. Sonst sind wir hier wieder eine Ewigkeit dran. Na gut, komm, ich schau das auch noch kurz nach. In dem Fall, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Okay, die Lösung ist schon nicht ganz einfach, muss man zugeben. Warte, scheiße, jetzt will ich es aber nicht vergessen. So war das doch irgendwie, ja. Genau, so. Seht ihr, passt alles. Ja, passt rein, passt alles schön rein. Ja gut, muss man auch eben, wie immer, zuerst wissen. Okay, wir sind wieder in einem Haus und hier ist Bambus und bei Bambus müssen wir wahrscheinlich unsere Ohren gebrauchen. Da drüben ist das da. Warte. Aha. Okay. Ich kann nicht mal das merken. So. Dann machen wir das doch folgendermaßen. So zum Beispiel nicht, das geht nämlich nicht. Mann, wie trennen wir das? Wie trennen wir das, Leute? Das geht auch nicht. Mann! Gibt's ja nicht. Von hier kann ich's nicht lösen, oder? Nee. Hey? Verwirrt? Verwirrt. Wie löst man das?
Weißt du was? Ich glaube, ich mache zuerst mal diesen Teil hier und meine Hirnzellen wieder aktiver sind, was nicht der Fall sein wird. Später komme ich darauf zurück, aber zuerst gehe ich mal hier nach unten. Ja, genau, natürlich. Kaputter Lautsprecher, das hilft mir nicht viel. Kann mal jemand den reparieren? Ich höre überhaupt nichts. Wie wird das gelöst? Hier ist irgendwo. Ich höre ein Rauschen. Hallo? Kann das jemand reparieren? Mechaniker? Hören wir hier irgendetwas? Alter, das Dorf ist schwer, Leute. Das Dorf ist schwer zu lösen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ja, okay, kommen wir auch rein. Da brauchen wir aber wieder ein Fort, irgendetwas zum Durchschauen. Alter, die Rätsel hier sind schwer. Ich erkunde noch mal ein bisschen, was man so alles machen kann. Natürlich, das sehe ich doch von hier. Beim ersten Mal habe ich es nicht gesehen, aber jetzt. Da können wir nicht entlang da hinten. Nein. Okay. Seht man noch irgend so etwas? Weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte, dass die Sonne selbst auch so ein Punkt ist, den man entlang fahren kann. Nein, sonst sehe ich da gerade nichts. War das schon da? Beim letzten Mal? Oh, my God. How does it happen in this poor old world? That thou art so great, and yet nobody finds thee. That thou callest so loudly, and nobody hears thee. That thou art so near, and nobody feels thee. That thou givest thyself to everybody, and nobody knows thy name. Men flee from thee and say they cannot find thee. They turn their backs and say they cannot see thee. They stop their ears and say they cannot hear thee. Hans Denk, circa 1520. Hans, ja, das haben wir schon gehört. Hans Denk, das sagt mir etwas. Der Hans, der denkt. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie soll es mir möglich sein, das hier zu lösen? Wie? Wie? Ich brauche doch sicher eine andere Farbe. Kann ich von da oben irgendwo? Ich bin einfach wieder zu bekloppt, wie immer, um das zu checken. Gelb. Da oben ist es wieder so farbig. Ich blicke wieder etwas nicht. Mal nicht das Dorf. Das ist gerade, weißt du, jetzt gerade am Schluss nochmals. Sonst haben wir alles gemacht, glaube ich.
Wo ist die Frau? Ah, eben, diese Tür hier, das ist die einzige, die noch fehlt. Och, lass mich nicht im Stich, Gehirn, so kurz vor dem Schluss. Streng dich nochmal an. Wie soll es mir möglich sein, das zu trennen? Wie soll mir das hier möglich sein? Den Schwarzen, das Täterstück hier, das muss doch... Das ist eben so blöde platziert.